Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Boah, Entschuldigung. In der letzten Folge haben wir uns durch das Final Dungeon geprügelt in Ausrufezeichen. Gänsefüßchen, nee. Ich habe jetzt voll vergessen, wie man die Dinger nennt. Ich habe jetzt echt vergessen, wie man die nennt hier, diese Gänsefüßchen. Egal. Und ja, gekämpft, ne? In Gänsefüßchen. Und ja, jetzt sind wir in der zweiten Ebene von Innominat. Und hier ist ein neuer Gegner, den schauen wir uns mal an. Und dann würde ich sagen, reicht das mit den Kämpfen voll. Weil wir kriegen jetzt zu sehr auf der Fresse, als dass wir irgendwie hier durch die Gegner irgendwie hier uns kämpfen können. Und erst noch im empirischen Thron wahrscheinlich bis zu Level 80 und so trainieren. Damit wir überhaupt eine Chance haben, hier irgendwas zu machen, geht ja zum Glück sehr schnell, wenn man gegen mehrere Gegner auf einmal kämpft, in so gefährlichen Treffen. Was auch zu Genüge passiert ist im letzten Part, worauf ich verzichten kann. Sehr gut, Magilo. Und ja, da kriegen wir so 10.000 Erfahrungspunkte, manchmal über 20.000. Ich weiß nicht, woran genau das liegt, aber man kriegt halt viele Erfahrungspunkte und das mache ich dann so lange, bis ich Level 80 bin. Ne? Tolle Idee. Erstmal gucken wir noch, wie weit ich hier heute komme. Ich will natürlich das Dungeon hier kämpfen, damit ich oft gegen diese Viecher hier kämpfen kann und deren Gegenstände ausbeuten kann. Ich will noch ein bisschen stärker werde hier bis zum nächsten Part. Auch wenn die Effekte sehr zu wünschen übrig lassen, was ich bisher gesehen habe. Sagt mir nicht, ihr könnt euch aufteilen oder so, ne? Ja, passiert doch hier wahrscheinlich. Boah. Ich will mit einer Mystik Art finishen, damit ich auch Gegenstände wahrscheinlich höher bekomme. So, wahrscheinlich. Ja. So höhere Wahrscheinlichkeit bekomme. Ja, genau so. Hätte ich meine Mystik Art eingesetzt, dann hätte ich jetzt voll was bekommen. Ja, glaub mal. Genau, da war eine Katztruhe. Ich habe den Affen noch gar nicht hier angeschaut. Das dann oben als ja, ne? Wo ist es? So gerade gesehen. Ja. Mein Gott. Wir wollen doch so einen Dreck. Ich muss von Eisen noch sehen, dann machen wir weiter. Na, Web, wo ist es? Ist der Afro sich zu fein für dich? Ja. Oh, manchmal bin ich echt blind, ne? Oder hat er keinen Links mehr? Ist ja egal. Ist doch egal, ist mir egal, egal. Boah, ist ja noch als Satellit im Umlauf war. Ey, boah. So ein Mist, ey. Noch schlimmer war als hier diese ganzen SMS-Song. What? What? Hast du ja von Dings gelauert? Schatz, ich glaube, später. Nee, weil ich sagen wollte, ja, diese ganzen SMS-Videos hier bekloppt und vor schon also was, ey. War der größte Scheiß aller Zeiten. Kleiner Heiden, den kennt das noch jemand, ey, was das? Eine Frau, die auf dem Sofa saß und die ganze Zeit mit den Fingern mit der Hand irgendwie so auf und zu geklappt hat. Kleiner Heiden, den großer Hai. Das ist so ein Schwachsinn gewesen. Ey. Zum Glück hatte ich da noch kein Handy. Sende SMS an Hai für, weil nicht kleiner Hai. Hey, das war so ein Schwachsinn. Ey. Was greift mich an? Ich bin hier nur am Stehen und am Existieren und irgendwer greift mich an. Ich bin ja Eisen. Hau mal jemanden in die Fresse. Es ist witzig, weil er wirklich jemanden in die Fresse dabei haut. So, okay.
Die sind immer noch alle am Leben, oder? Und drei Mystikas rausgehauen. Alle von denen sind noch am Leben. So, einer ist jetzt tot. Geil. Nein, ich wollte nicht den amüsieren. Ja, ich sollte meine Ausrüstung noch mal irgendwie so verbessern und so. Aber ich will immer so was nicht machen, bis ich irgendwie die wirklich beste Ausrüstung habe. Also wie es aussieht, ist das schon so der Fall im Moment. Weil die Sachen, die ich hier bekomme, scheinen nicht besser zu sein als die Sachen, die ich bei der Katz Corner kaufen kann. Deswegen hoffe ich ja, dass ich hier über so allmächtige Sachen nur irgendwie stolper bei einigen Gegnern. Oder ich gucke mir halt nach. Um zu sehen, was ist denn jetzt hier das Stärkste, was ich finden kann. Weil ich natürlich nicht machen werde. Da ist ein Blind Let's Play, da gucke ich Sachen nicht nach. Außer Sachen, die irgendwie nicht so erklärt werden in dem Spiel oder so. Okay, ein Tempel im Himmel. しかも丸い。俺たちの世界って丸かったんだな。今頃。だから水平線の向こうから近づいてくる船は、この上の方から見えてくるんだよ。お前たち、こんな絶景を前にして冷静すぎだろ。お前は敵の本拠ではしゃぎすぎだ。 ここを構成している力は、なるほど。やはり思った通りじゃな。何がよ。いや、この静電の正体が分かったんじゃよ。ここはカノヌシの地脈に循環させておった力を凝縮し、結晶化させたもの。わかりやすく言えば、静電の力そのものなんじゃよ。つまり、 私たちはカノヌシのお腹の中にいたということですか？分かってたならなぜそうと。うかつに飛び込むなと忠告したじゃろう。敵の本拠ではしゃぐでないわい。ですね。冷静に考えれば、この状況は地脈と対して変わりません。Seinen Bauch von jemanden zu sein ist echt zu viel, ne? Bei dem Bauch aufschlitzen von dem Typen ist wahrscheinlich noch in Ordnung, ne? 巨大で強い力を持っていても心臓を潰せば殺せるはずだから。 確かにの。じゃが、心臓とはこれほどの力を操る聖主カヌヌシの本体と、どうしアルトリウス。Habe ich da irgendwas verpasst? Dieser junge war doch Illuminat, ne? Die Form von Lafisette, also den echten Lafisette. So war das doch, ne? Da habe ich hier wieder irgendwas nicht mitbekommen. Waren die Viecher in am Tauchen, als sie aufgetaucht. Dieser kleine Junge, das ist doch wie Nominat, ne? Also der Bruder von Velvet, der echte Bruder, nicht unser Lafisette. Weil unser Lafisette ist auch echt, aber also war das doch irgendwie, ne? Jetzt ist das ganze Teil der Nominat. Ich meine, ich habe schon wieder ja vollkommen verpasst. Ich komme jetzt voll dämlich vor. Also meine Verteidigung ist schon immer wieder ein bisschen her gewesen, hätte ich ja wieder was aufgenommen habe. Also lasst mich. Bin ich so wie andere Leute, die das Spiel irgendwie nach einem Release hier, ich habe schon wieder die Schleife bekommen, yay. Die nach einem Release irgendwie hier, einen Tag nach dem Release irgendwie, das Spiel schon am Zocken sind und dann innerhalb von 50 Parts hier alles durch haben. Oder ich ziehe mir das noch nicht mal aus dem Finger. Finde ich ein bisschen unverschämt. So ein Tag, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Deshalb wird es den Kinofilm irgendwie
im Internet reinstellen, irgendwie nachdem er einen Tag im Kino war. Und brauchst du aber gerade mehr irgendwie den im Kino gucken. Bin ich ganz schön unverschämt. Kann man da auch ruhig ein bisschen warten, muss man nicht mal sofort sein, wenn man das unbedingt machen will. Oh nein, die Views, die zählen. Ich weiß, von was ich rede. Oh Gott. Aber wir haben eine Brücke gemacht, geil, ne? Ich kämpfe natürlich nicht gegen irgendwas. Was ist da hinten? Ich habe mal noch nicht gekämpft da hinten. Ein Ork-Typen, Ork-Priester, aber sie mal ist blinder Jünger. Sehr anfällig gegen Kiesart. Okay, war schon da. Ja, gegen Wind seid ihr anfällig, kommt her. Hier ist Feuer. Der ist gegen Wind anfällig. Okay, ich setze Feuer ein. Boah, der hat natürlich auch gewehrt. Ja, okay, ist gut. Verpiss dich. Oh mein Gott. Tut auch irgendwie voll willkürlich angreifen, ne? Boah. Da wird zu Eisen. Okay. Immer nur, weil ein Einziger irgendwie so vorbeikommt und meint, mich angreifen zu müssen, gar nicht Zauber. Ja, nur unverschämt, Alter. Ja. Oh, der, boah. Ich klatsche euch mein Papier gegen's Gesicht. Boah, ich hab die so alle getroffen. Der kettet Kriegsarzt mit verborgenen Arzt. Malak-Arzt. Ist ja nicht gestört. Du gibst mir auch kein Gegenstand. Mann! Gib mir Gegenstände! Mann! Oh ne, ne, sind häufig ja, die sich unsichtbar machen, ne? So. Oh Gott, ist halt weit. Ja. Aber da ich ja die Gegner hier aus dem Weg gehe, dauert das nicht, ne? Ich finde den Ort hier voll schön, auch wenn das hier voll trippy irgendwie ist. Oh, so schöne Farben. Hey, da ist ein Speicherpunkt. Wir sind noch nicht in dem Gebiet, wo das Sternchen ist. Wäre ich gut, dass sie die Speicherpunkte hier so großzügig verteilen. Ja, hier. Keine Ahnung, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube da. Ich tue immer auf zwei verschiedenen hier speichern. Falls irgendwie mit dem Part irgendwas nicht stimmt, weil ich nicht, meine Stimme wurde nicht aufgenommen oder irgendwie sowas. Dann kann ich mal wieder den anderen laden und nochmal neu aufnehmen. Aber ist zum Glück nicht mehr passiert seit Ewigkeiten. Ja, geh weg. Ja, komm, okay, dann nicht. Soll ich Seelen hier einsammeln? Ich wollte noch, bevor ich hier aufgenommen habe, alle ausgeben für diese Stufe 4 Insel, wo noch irgendwo eine übrig war. Weil ich wusste genau, dass in diesem Gebiet hier noch irgendwann eine auftaucht. Also eigentlich dachte ich, im empirischen Thron wird irgendwo eine auftauchen. Ich weiß nicht, gedacht, wir jetzt direkt schon wieder hier ins Final Dungeon und so kommen. Aber ja. Ich habe damit gerechnet, irgendwann noch eine kommt in Zukunft, deswegen habe ich gesagt, ne, warten wir mal. Nur das wäre so ein Monolith. Du hast die Geisterkugel eingesetzt. War das eine gute Idee? Was bist du? Okay. Gesetzloser Träger. Gibt's mir gar nichts. Geil. Oh weh, ich krieg dich nicht kaputt, ne? Oh, sehr gut. Wir ziehen ihn so gut wie nix ab. Der hat 137.000. Okay. 0, geil. Warum zieht denn
Rokuro nichts ab. Okay, Rokuro zieht dir nichts ab, geil. Oh, am Boden, da war gerade am Boden, Mann. Velvet, wir bauen Schaden. Der Velvet macht den ordentlich Schaden. Er scheint irgendwie nicht oft angreifen zu wollen. Ich soll Gefühl. Da bin ich mir halt hier schon wieder ein. Aber ja. Noch Mann, das ist eine Level 2 bis allein. Schon, lass mich diesen Kampf hier gewinnen. Das wäre so ein richtiges Erfolgserlebnis, was ich genau bräuchte heute. Und jetzt war nämlich noch nicht so von Erfolg gesegnet hier, was ich gemacht habe. Oh Gott. Und Magedo ist down. Gleich ist Eisen down. Ich sehe schon kommen. Okay, Velvet. Oh Gott, wir haben erst nicht mal ein Viertel irgendwie abgezogen, ey. Was hat denn jetzt für ein Angriff? Er sah wohl dämlich aus. Eleanor! Den wollte ich haben. Er fliegt aber oft am Boden, habe ich so das Gefühl. So, versuchen wir mal Magie. Da war nicht gut. Alter, wir kriegen voll auf die Fresse, merke ich gerade. Ja, hallo. Oh mein Gott, ehrlich. Wir können 6000 AP. Mal schauen, der Kampf wird ein bisschen dauern, habe ich so ein Gefühl. Gift, was? Ist vergiftet? Cool. Mein Gegner ist vergiftet. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Was bist du anfällig gegen Wasser und neutral? Einfach Wüste ganz raushauen. Oh! Hat aber abgezogen. Dann auch. Ein bisschen wenigstens. Jetzt haben wir gleich die Hälfte. Sieht vielleicht wahrscheinlich richtig los, ne? Wieder jetzt angefahren, Angriff? Oh Gott. Aber wir kriegen Schaden rein, das ist schon mal sehr gut, auch wenn es voll ewig dauert, habe ich so Gefühl. Ah. Wer wird das Ding hier? Ja. Auch Heilung, Heilung, Heilung. 10 damit 10 irgendwie so geheilt habe ich so. Ja. Oh mein Gott. Nicht gut. Oh, das war gut. Ich bin wie ausgewichen, indem ich eingewechselt bin. Boah, Eisen, du fliegst irgendwie viel zu schnell. Kann immer jemand am Boden hauen, das wäre sehr gut. Sehr gut. Nein, nächste. Ich verarschen, hat man einen Seelenangriff? Ja, ein Seelenbrecher. Ja, seine Wampe, sein Wampengesicht mir gegenüber in die Fresse steckt. Ey. Oh mein Gott. Ja, genau das meine ich auch hier mit den Bossen. Die Bosse sind nicht so schwer wie die normalen Gegner. Die Bosse kannst du irgendwie 4 gegen 1 ja bekämpfen, aber. Wenn du irgendwie gegen so normale Gegner kämpfst, was zum Teufel machst du da mit mir? Dann hast du irgendwie so 10 Gegner auf einmal gegen die kämpfen muss. Weil ich irgendwie viel schwieriger finde. Autsch.
Alter. Ja, du setzt jetzt nicht am Ende noch irgendwie so ein Mega-Zauber ein, der uns ja alle one-shottet. Ich glaube, wir Spinne. Ja. Komm, Freck. Keine Lust, hier, Freck. Ja, sehr gut. Wow. 19.833 Erfahrungspunkte. Seelenverzerrung. Indignation. Was? Er ist eine Wüstegard. Oh Gott, ich will gar nicht die Voraussetzungen für das lesen. Mit drei oder mehr Seelen. R2 während Startkraft gedrückt halten. Während Startkraft gedrückt halten, um Seelenverzerrung zu aktivieren. Diese Fähigkeit verlängert die Dauer von Schmerzheilung und statischer Kraft. Für diese nächsten 3 Sekunden wird verhindert, dass taumelnde Gegner sich erholen. Das Staatseffekt bei allen Kämpfern ausgelöst werden, das verbündet die gegnerische Angriff ins Taumeln geraten, das verbündet Seelen verlieren. Oh. Okay, man kann neue Dings lernen. Geil. Indignation. Wenn eine Kombo bei einer Seelenverzerrung aktiv, während eine Kombo bei der Seelenverzerrung aktiv ist. L2 gedrückt halten, verbraucht 5 SA, so viel habe ich nicht. Aber ich will das unbedingt sehen. Ah, jetzt hat er 5 SA, cool. Sehr geil. Ich tue mal die anderen Dinger hier ausstellen, damit er nicht seinen Seelen verballert, ne? Das ist ja mal geil, Indignation. Oder habe ich das bekommen, weil hier, weil ich das 200 Mal eingesetzt habe. Kann natürlich auch sein, ne? Cool. Bei Indignation. Wir haben mal wieder ein Spiel, wo Indignation vorkommt, merke ich gerade. Cool. Oh, und jetzt muss ich wieder so eine Woche warten, bis ich verdammt noch mal hier dann einsetzen kann. Jetzt brauche ich erstmal einen Speicherpunkt. Ah, ich kann auch das machen. Jetzt muss ich eine Woche warten, bis ich für jeden Charakter das bekomme. Weil ich ja offscreen trainieren werde erstmal. Wenn wir eine Chance haben, ja. Da ist das Geoportal. Erstmal muss ich hier rauskommen, hallo. Und einen Speicherpunkt finden am besten. Wenn nicht, dann mache ich den hier einfach, ne? Die ganzen optionalen Bosse, ne? Ich nehme jetzt mal an, für jeden Charakter gibt es jetzt hier so einen optionalen Boss. Da stelle ich jetzt mal hier so die Theorie auf, ne? Und da komme ich nicht ohne Gilbert drüber, ne? Oder? Ich will es nicht riskieren. Hier sind so blöde Fliegen, ne? Die sind so schnell am Fliegen, ne? Das möchte ich nicht. Gut, kam ich von hier? Ich glaube nicht, ne? So, okay. Wow, dann werde ich aber Indignation sehen offscreen, wenn ich Pech habe, ne? Okay, da ist der Speicherpunkt. Ja, da muss ich eben halt, weiß ich nicht. Gucken, wie ich das mache. Vielleicht tue ich auch irgendwie direkt nächsten Tag irgendwie wieder aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass ich am nächsten Tag schon Level 80 erreicht habe, ne? Ich speichere jedenfalls hier, tue im Imperischen Turm bis Level 80 trainieren. Bis zum nächsten Part. Und kann dann hoffentlich gegen die Gegner was ausrichten. Habe schon die Gegner, bis die wir bis hierhin getroffen haben, alle geplündert. Hoffentlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar und sonst was hinterlassen würde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.